den Vorsitzenden des SV Waldhausen, Oliver Busch, neben den Mannschaften aus der Vorstandschaft, Herrn Helmut Wenzel, Herrn Frauen Jürgen Rau und den Spielleiter Benedikt Neugebauer aus Sontheim, den Abteilungsleiter Thomas, den Vorsitzenden Thomas Neugel. Ja, wie geht's denn jetzt so nach dem Sieg? Wird jetzt ganz gut, ja doch. Dass der Sieg natürlich in der Höhe ausfällt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich ging davon aus, dass wir zwar gewinnen, aber jetzt in der Höhe ist jetzt selbst etwas überraschend. Haben Sie mehr Gegenwehr erwartet von Sonntag? Ja, ich meine, das haben sie ja die ersten 15, 20 Minuten ja gemacht. War mir dann eigentlich fast klar, dass Sonntag dann irgendwann mal die Luft ausgeht. Und so war es ja dann auch. Ja, und nach dem 2-3-0 ist dann letztendlich ein Selbstläufer bei uns dann gewesen. Wer ist so herausgestochen bei Ihnen? Können Sie da irgendjemand sagen? Nee, gar niemand. Möchte ich auch gar niemanden namentlich erwähnen, weil ich ja als Trainer, Aber in der Halbzeit auch jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen, auch zufrieden war. Hört sich vielleicht komisch an, nach dem 7-0 in der Halbzeit. Aber ja, es waren viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber die Mannschaft selber hat es dann letztendlich klar geschafft. Dann auch in der Höhe verdient, denke ich mal. Was hat Ihnen denn nicht so gut gefallen beim 11-0-Sieg? Das ist ein schöner Fragen, ja. Also, dass am Anfang oder in der ersten Halbzeit dann gerade nach Tore dann immer wieder so das Ganze lethargisch war und der Ball totgestoppt wurde oder halt nicht der Balltransport zu lange gedauert hat und dann halt alles steht und wenn dann der Gegner schon steht und wir das Spiel auch noch langsamer machen, dann ist das halt so, ja, Geplänkel. Aber trotzdem, gut gefallen. Aber trotzdem sind Sie doch bestimmt richtig stolz auf Ihre Mannschaft, das oder? Bin ich, ja. Also das war jetzt heute so das Sahnehäubchen von der tollen Runde jetzt mit Meister und ja, letztes Jahr ja schon Meister und Pokalsieger und jetzt dieses Jahr wieder. Und jetzt natürlich mit einem 11-0, ja, schon 11-0 oder 12, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, fühlt sich natürlich schon gut an, ja.